In diesem Video möchte ich euch eine Kameraleuchte oder Videoleuchte vorstellen, wo man viel Licht für wenig Geld bekommt. Das ist sozusagen der Einsteiger-Preis-Leistungstipp. Für um die 20 bis 30 Euro erhält man diese LED-Videoleuchte. Das Modell ist genauer gesagt das CN126, nämlich hier sind 126 LEDs eingebaut. Das sind weiße LEDs, die haben erstmal in relativ kaltes Licht, ähnlich wie eine Neonröhre, aber durch beiliegende Filter kann man dieses Licht hier zum Beispiel durch einen Diffuser etwas weicher machen, beziehungsweise es werden auch folgende zwei Filter mitgeliefert, nämlich einmal in etwas orangen, so für Tageslicht oder Sonnenlicht, und etwas pinkeren oder ebenfalls noch ein weiterer Diffuser, wenn man das so möchte. Zu diesen Diffusern kann ich jetzt schlecht was sagen. Ich habe die nie probiert. Ich nehme die immer eigentlich nur so, die Leuchte. Das heißt, damit kommt man super klar. Und ich nutze das primär für Abendaufnahmen. Und das Schöne ist an dieser Sache, dass man einmal ganz normale Batterien hier reinmacht. Also kein extra Ladestation. Die ist hier damit dabei. Kein extra Ladekabel, was wieder irgendwie rumliegt. Nämlich 6 AA-Batterien. Ich nehme hier die Analoops. Habe dazu ein passendes Ladegerät, weil ich das eh in der Wohnung vorhanden habe, für jegliche technische Geräte. Das finde ich ganz gut. Hier ist eine Öffnung. Diese Öffnung ist für Folgendes gedacht, nämlich es gibt auch noch einen Adapter für gängige, ich nenne es mal Kamera-Akkus. Hier darunter, unter diesen Batterien, ist nämlich noch ein Einschub für Kamera-Akkus dabei. Und damit diese Akkus auch reinpassen, ist das Teil hier offen, damit die hier durchragen können. Also wer schon irgendwie Akkus vorhanden hat für Panasonic, Sony oder ähnliches, der ist damit dann auf dem guten Zweig. Das Schöne ist hier ebenfalls noch, dass es eine Akkuanzeige gibt. Da sagen manche Bewertungen, es sind nicht so gut. Also die Anzeige spinnt manchmal, aber wenn das wirklich nach unten geht, dann sieht man, dass es leer ist. Also ob jetzt 3 oder 4 Punkte bei vollen Akkus sind, das ist manchmal ein bisschen komisch. Also ich lege neue rein und es sind manchmal trotzdem 4 LEDs an, aber das ist dann eben so bei der Verarbeitung. Das Tollste an dieser Lampe ist aber diese Bedienbarkeit, nämlich die ist stufenlos. Stufenlos dimmbar bedeutet, ich schalte das Teil an und ihr seht, wie das hier sozusagen das Augenlicht förmlich wegblendet und wegbrennt. Also das ist jetzt natürlich hier stark an meiner Kamera überbelichtet, aber alles in allem kann man hier auch wirklich ein schönes Licht machen. Das ist jetzt das normale Tageslicht und jetzt lege ich einfach mal was hier davor. So sieht das aus, Tageslicht. Und jetzt schalte ich mal mein Zusatzlicht an. Und ihr seht, das ist jetzt mit Diffuser, also das wird deutlich heller. Und es blendet aber nicht. Also es gibt jetzt nicht einen Punkt, wo jetzt hier irgendwie was so reflektiert, also so wie bei anderen einzelnen Leuchten, wo dann man sieht, aha, hier kommt das Licht her, sondern durch den Diffuser ist es einfach so, dass man wirklich ein gleichbleibendes, ständiges Licht hat. Den Diffuser kann ich auch wegnehmen oder entfernen, das geht ganz einfach, ich ziehe das nach oben raus. Ich kann mir also auch selber Filter basteln und die Filter, die kann ich dann hier reinschieben. Und es gibt ja auch solche Lippen, wo dann wirklich der Filter oder der Diffuser, je nachdem wie man das nennen möchte, einfach arretiert und nicht so leicht rausfällt oder ähnliches. Also auch wenn ich da jetzt im Mobil unterwegs bin. Das Einzige, was für manche Leute etwas enttäuschend ist, aber wo ich sagen muss, hey, das ist Jammern auf hohem Niveau, ihr habt eine echt sehr helle Leuchte für um die 25 Euro gekauft, ist die Halterung. Die Halterung ist nämlich wie folgt, ihr habt hier 4 Schrauben dran, dann gibt es hier eine Stellschraube, wo man ja in eine Achse sozusagen den Winkel einstellen kann, und dann habt ihr einen, ich nenne es mal Blitzschuh unten dran, damit ich das Ding auf eine Spiegelreflex oder ähnliche Kamera montieren kann. Von der Größe dieses Teils ist es eher für eine Spiegelreflexkamera geeignet und dann kann ich das ganz einfach hier auf den Blitzschuh schieben und durch diese Kunststoffschraube kann ich das auch wirklich fixieren und dann hält das alles gemeinsam zusammen und ich bin jetzt hier gewappnet für hochwertige Videoaufnahmen und kann das Teil gleich mit bedienen. Und da sagen manche, ja, da würde ich mir gerne mehr erwarten, weil wenn man das öfters macht, dann
ist es eben vorprogrammiert, dass es mal leicht abbrechen kann oder ähnliches. Von der Haltbarkeit, also von der Verbindung her, sieht das wirklich solide aus. Aber es ist eben ein Kunststoff. Und wenn man hier einmal so einen Schlag von der Seite kriegt, nicht, dann kann es durchaus passieren, dass hier an den vier Schrauben was ausbricht. Und da sagen manche, ja, das könnte besser verarbeitet sein. Aber ich denke, wenn das passieren sollte, dann hat man hier auch die Möglichkeit, das Teil nochmal aufzuschrauben und man findet wieder eine neue Verbindung und kann direkt wieder was einkleben oder einen hochwertigeren Blitzschuh, ja, hier anbringen. Was auch schön ist, seht ihr bei dem Blitzschuh, dass hier gleich auch das Objektivgewinde mit dabei ist. Somit könnt ihr das auch als Standleuchte benutzen. Meinetwegen auch nicht fürs Video machen, sondern auch für Reparaturen oder ähnliches. Da ist es auf alle Fälle ein sehr gutes Licht, wenn man irgendwie im Keller was baut in der letzten Ecke. Spitzenmäßige Sache, also multifunktional einsetzbar. Und alles in allem muss man sagen, das Teil hat nicht nur von mir sehr gute Bewertungen bekommen, sondern auch im Internet wird das hoch gelobt, weil man einfach hier viel Licht für wenig Geld bekommt. Und daher kann ich nur dieses Videolicht CN 126 empfehlen. Es zeichnet sich aus, dass es aufs Wesentliche reduziert ist, dass es stufenlos dimmbar ist. Also bei anderen Geräten schalten sich LEDs ab und dann springt das immer so, aber hier ist es wirklich stufenlos und das ist was sehr Schönes, auch wenn man während des Videos nochmal heller oder etwas ja, das Licht zurücknehmen möchte, dann fällt das nicht so auf, weil das eben fließt. Zu guter Letzt finde ich noch schön diese LED-Akkuleuchte, die man auch ganz schnell anwählen kann. Direkt von der Rückseite, wenn man eben das auf eine Kamera hat, ist das super. Und da sieht man noch, wie lange man Licht hat. Im vollen Betrieb halten auf alle Fälle die Batterien etwas weniger aus. Aber wenn man die nur etwas hell macht, so bei Tageslicht und so als Zusatzlicht auf einer Hochzeit oder so in Kirchen, wo es vielleicht etwas dunkler ist, dann halten die trotzdem 3 bis 4 Stunden. Also da nimmt man sich einmal so einen Akkupack nochmal mit oder so Akkus und dann passt das. Das soll es von diesem Review gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Amazon-Link findet ihr drunter. Macht's gut.